Neben Schülern hatte sich bei diesem Termin im Haus Oberallgäu aber auch die politische Prominenz der Region angemeldet. Mit etwas Verspätung dann kam Bundesaußenminister Guido Westerwelle an. Er sollte einen Vortrag zu dem Thema Zukunft Europa, was kommt auf uns zu, halten. In ihm sollte er die Vorteile betonen, die die Menschen durch den europäischen Einigungsprozess in den vergangenen Jahren genießen konnten. Wenn Europa nicht mehr gebracht hätte als jahrzehntelangen Frieden auf unserem Kontinent, es hätte sich schon gelohnt. Wenn wir Europa heute nicht hätten, wir müssten es erfinden. Vor seiner Europarede trug sich Guido Westerwelle noch ins Goldene Buch der Stadt Sonthofen und des Landkreises Oberallgäu ein. Im Vortrag selbst dann mahnte Guido Westerwelle, gerade den europäischen Krisenländern bei den Verhandlungen auf Augenhöhe zu begegnen. Vor etwas mehr als 10 Jahren waren wir der kranke Mann von Europa, wenn ich mal daran erinnern darf. Und deswegen gibt es überhaupt gar keinen Grund, hochnäsig, arrogant oder abschätzig über die Länder und Völker in Europa zu sprechen, die derzeit durch ein tiefes Tal gehen. Im Gegenteil, gerade weil es uns so gut geht, gerade weil wir so stark sind, müssen wir die besondere Geschicklichkeit und Sensibilität an den Tag legen. Wir müssen auch in diesem Wahlkampf ohne Beleidigungen unserer Nachbarländer auskommen. Zum Vortrag eingeladen wurde Außenminister Westerwelle durch die Europa-Union. Sie setzt sich seit über 60 Jahren für ein besseres Europa ein. Wir sind ein überparteilicher Verband. Wir wollen die Menschen abholen, dass Europa nicht nur in Brüssel oder in Straßburg geschieht oder die Euro-Diskussion und die Wirtschaftskrise in den Medien behandelt wird, sondern dass Europa vor Ort lebt. Menschen bilden Europa. Speak up Europe heißt es auf unserem Banner. Die Menschen müssen zusammenkommen und da können wir diskutieren, Themen in der Region besprechen, ob vom Schüleraustausch bis hin zur Währungskrise. Das sind Themen, die die Menschen vor Ort bewegen. Wichtig war dem Außenminister, dass Europa näher an die Menschen heranrückt und mahnte dabei zur Geschlossenheit innerhalb der EU. Deutschland alleine sei zwar in Europa groß, verglichen aber mit anderen Ländern wie USA, China oder Indien zu klein, um sich auf Dauer behaupten zu können. Europa funktioniert nicht, wenn es nur in den Hauptstädten gelebt wird, sondern Europa und auch die europäische Idee, das muss getragen werden in der Breite unseres Volkes. Und deswegen freue ich mich besonders, dass das Interesse von den jungen Menschen so groß war, dass sie sich auch vorbereitet haben auf diese Diskussion. Denn Europa ist ja nicht nur die Antwort auf Kriege, auf das dunkelste Kapitel unserer deutschen Geschichte, sondern Europa ist ja vor allen Dingen auch die Antwort auf die Herausforderungen in einer Zeit, wo die Welt sich ändert, mit ganz neuen Kraftzentren. Nach dem Vortrag hatten insbesondere Schüler die Möglichkeit, Fragen an den Außenminister zu stellen. Die Themengebiete reichten dabei von Sparen- und Schuldenkrise, der Situation in Nordkorea bis hin zur Energiewende. Westerwelle gab sich dabei gut gelaunt und verstand es, die Themen passend aufzubereiten. Ich fand die Fragen gut vorbereitet. Ich fand sie pfiffig. Und was mir am meisten Spaß macht, ist, wenn junge Leute, die manchmal ja noch nicht mal volljährig sind, den Mut haben, sich vor so viel 100 Menschen zu Wort zu melden und auch etwas zu fragen und sich in eine Diskussion einzubringen. Ich finde, das ist aller Ehre wert. Kurz vor seinem Abschied aus dem Oberallgäu forderte der Außenminister seine Zuhörer noch dazu auf, sich aktiv für Demokratie und Europa einzusetzen. Denn anderswo setzten Menschen ihr Leben aufs Spiel, um wählen zu können, während hier bei manchen Wahlen nicht einmal jeder Zweite seine Stimme abgebe, so Westerwelle.